geht. Die Bilder waren auf jeden Fall sehr, ja, also sehr erschlagend. Und es ist eine unbequeme Tatsache, der wir gegenüberstehen und wir auf jeden Fall was tun müssen. Und heute hat Neustrelitz ein ganz klares Zeichen dafür gesetzt, sich für den Schutz des Wassers auszusprechen. Nämlich, wir haben heute das Zertifikat von Nord Barbe überreicht bekommen. Und ich freue mich total, dass du Nord seit gestern hier bist und ja, deine Lebenszeit uns auch schenkst und jetzt auch die Zeit nutzt, ja, mit deinem Lebensthema ja, uns zu informieren. Und auch nochmal ganz herzlichen Dank an Lisa. Sie ist seit heute Morgen mit dabei und übersetzt den Abend. Genau, wir haben ja schon in der Dokumentation ganz viel über dich erfahren, Mord. Und heute möchte ich mit euch über diese Dokumentation sprechen, aber auch über dein neues Buch, was du rausgebracht hast. Und in deinen letzten Büchern schreibst du, dass du die längste Zeit deines Lebens damit verbracht hast, immer mehr Wissen über Wasser dir anzueignen und dir aber auch Sorgen darüber gemacht hast, was wir Menschen dem Wasser antun. Und dabei hast du viele Höhen und Tiefen erlebt, das haben wir ja auch gesehen, einige Höhen. Und du hast aber eine Wahrheit entdeckt, die kraftvoller eigentlich gar nicht sein könnte. Nämlich, dass die Welt von unten nach oben verändert wird und von Menschen, die in ihren eigenen Gemeinden für das kämpfen, was ihnen nämlich am Herzen liegt. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Okay, so I will just summarize it for you, everything that... Oh, it's okay? So just the final question? Yes? The final question is... She refers to your books and that you have been fighting for water and you have experienced many lows and many highs as well during all your time of activism. And now the big question Anoush has is that you say that the world can be changed from the bottom to the top, and you say that people are fighting in their communities to change something, right? Genau, und hier in diesem Buch, also wenn ihr mehr über die Blue Community erfahren wollt, schreibst du über die Bewegung und auch über die Entwicklung der Blue Community, und vielleicht erzählst du uns und allen, die hier sind, einmal nochmal so aus von deinen Worten, was so deine Bewegung, deine Idee hinter der Blue Community ist und was es für Neustrelitz bedeuten kann. So she would like you to express what your thoughts actually are behind the Blue Community movement and what that could mean to the town of Neustrelitz now that we have become a Blue Community today. Well, first of all, thank you so much. I'm so very happy to be here with Andrew, and congratulations on becoming a Blue Community today. Erst ein ganz großes Dankeschön, dass sie hier sein darf mit ihrem Mann Andrew, den wir vorhin gesehen haben, und einen herzlichen Glückwunsch, dass Neustrelitz jetzt Blue Community geworden ist. I deeply believe that we need protection for water and the human right to water at all levels, from international agreements to very strong national legislation to local regional legislation, but then the power and the activism has to be located at the local level. Also zuallererst ist es für Sie ganz wichtig, dass Wasser generell geschützt wird, dass es als Menschenrecht anerkannt wird, und ganz wichtig ist, dass es internationale, aber eben auch nationale und ganz wichtig lokale, regionale Festlegungen und Gesetze gibt, die den Schutz des Wassers festschreiben, und der Aktivismus auf der kleinsten Ebene ist eben ganz besonders wichtig. The Blue Communities Project was designed to help local communities deal with what you just saw in this powerful film around the very powerful corporate interests in controlling and commodifying the world's water. Und das Blue Community Movement wurde gegründet eben, um genau diesen kleinen regionalen, lokalen Bewegungen oder diesen Orten zu helfen im Kampf gegen die großen Wirtschaftsmächte, die Wasser eben als Ware ansehen. And that's why it was very important that the United Nations recognized the human right to water and sanitation, because before that, people just talked about it as a need,
that could be met by charity, but it is very different to say, no, it's an issue of justice and everyone has this fundamental right. Und deshalb war es ein unglaublich großer Schritt, dass von den Vereinten Nationen Wasser als Menschenrecht festgesetzt wurde. Bis dahin wurde es als Notwendigkeit angesehen, aber es ist eben unglaublich wichtig, das als ein Teil der Gerechtigkeit anzusehen und Wasser für alle Menschen als Menschenrecht festzusetzen. So Blue Community started in Canada because we had a government promoting water privatization. But then it grew, and it grew even beyond municipalities. Now there are universities. We were just in Budenden, 3 days ago, and the high school there became the first blue school in the world. Die Bewegung startete in Kanada, und zwar deshalb, weil die Regierung damals eben genau die Richtung einschlug, Wasser privatisieren zu wollen. Und die Bewegung wuchs immer weiter. Jetzt vor 3 Tagen waren sie in Büdingen. Okay. Und da ist jetzt die erste Oberschule, also ein Gymnasium, auch die weltweit die erste Blue Community Schule geworden. And we have universities that are blue universities. We have faith-based groups. We have the World Council of Churches representing, I think it's almost 600 million people around the world, is a blue community. Und es gibt bereits Blue Community Universitäten und auch religiöse Zentren, die sich der Bewegung angeschlossen haben. So a blue community asks us to separate water a bit from the climate crisis, because the climate crisis is impacting water, but the way we're treating water, what you saw in the film, is one of the major causes of the climate crisis, and protecting water and protecting the human right to water is one of the most important solutions to the climate crisis. Und es wird versucht, mit der Blue Community Bewegung Wasser und die Klimakrise etwas, oder das Wasser von der Klimakrise etwas zu trennen. Denn natürlich sind die miteinander vernetzt, aber das Wasser als Menschenrecht anzuerkennen, das ist eben eine der Lösungen auch auf dem Weg, Lösungen für die Klimakrise zu finden. And the last thing to say about Blue Communities is that it's positive vision, as opposed to being against something, which we activists are often fighting something. This is a positive vision of what you want your community to be, what the values are that you hold. Und bei Blue Communities geht es eben eher um den positiven Blick auf Probleme, also darum, dass eben wir nicht gegen etwas kämpfen, sondern eher für etwas sind, was ja bei Aktivisten oftmals andersrum ist. Aber da soll es eben einen positiven Ausblick, einen optimistischen Ausblick geben. Ja, vielen Dank. Du sagst ja in der Dokumentation, dass wir uns entscheiden müssen, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir uns entscheiden müssen für entweder Wasser als Ware oder Wasser als Menschenrecht. Und in einigen deiner Bücher schreibst du auch, dass Wasser, dass wir das als Allmende sehen müssen, als ein Gemeingut. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, was du damit genau meinst und wie wir das sowohl im Kleinen, aber als auch im Großen wirklich leben und umsetzen können? So the question is that you speak of this difference. Some people view water as a human right, others view it as a commodity. And if we view it as a human right, as something common, as a common good that everybody should have, how could we realize that in our everyday lives? How can that be realized, seeing water as a public good? Well, it's very important for governments to take a position. I quote Martin Luther King, who said legislation may not change the heart, but it will restrain the heartless. So we need good law. And you, in Germany, your government has declared that water is a common, is part of the commons. It's a public resource, and it's a human right. And by the way, Germany was very supportive of our fight to get the UN to recognize the human right to water. Also es hängt ganz viel von den Regierungen natürlich ab, von den Festsetzungen von Gesetzen, die gemacht werden. Und Deutschland hat laut Maud Barlow schon gute Gesetze. In Deutschland wird Wasser als ein Allgemeingut angesehen und Deutschland war auch mit ein großer Unterstützer auf dem Weg, Wasser als Menschenrecht anzuerkennen. So it's very important that when a blue community, like what community becomes a blue community, like you have, that you are part of a movement that's saying to governments at all levels, this is what we want. And in fact, it's telling governments at the federal level and the EU to promote public water
relationships with poor communities of the global south. In other words, it's not okay to say, well, we will control our water, but those people in those poor countries don't know how to do it, so we're going to send our corporations in to do it for them. And I've heard that many, many times. It's really important that we say, no, this is a fundamental human right for everyone. Also es ist unglaublich wichtig, diese Bewegung auch als ja, Ausgangspunkt zu sehen, denn indem wir uns dieser Bewegung anschließen, setzen wir auch ein Zeichen für andere Regierungen, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind. Wir senden ein Zeichen an die Europäische Union und auch an die Länder, in denen es eben noch nicht so läuft, dass Wasser als grundlegendes Menschenrecht angesehen wird. And just the last thing to say on that, in Germany, people say to me, well, the financialization of water, the commodification of water, it's not a problem here. But let me tell you, if they allow water futures trading in the United States, you're going to find great pressure on all the financial markets, on all the financial centers, to allow water futures trading, just like wheat and, you know, all the other futures, commodity futures trading. It's really important that we stop that in the United States so that it does not become the next wave of privatization. Because you had privatization here and you rolled it back, but this is a different form of privatization. Also in den Augen von Mort Barlow ist es in Deutschland nicht das Problem, dass wir wieder zur Privatisierung des Wassers oder in irgendeiner Art und Weise zur Privatisierung zurückkommen. Wir waren da, sagt sie an diesem Punkt, wir sind zurückgerudert. Aber sie bringt die USA als Beispiel, wo eben genau diese Gefahr gerade besteht, dass Wasser als Privatgut gesehen wird. Und da müssen wir unbedingt gegensteuern, dass eben nicht eine neue große Welle der Privatisierung weiter anhält. In der Dokumentation wird, sagt Clay Laundry, also ein Mann, der auch mit Wasser handelt, folgenden Satz, der letztlich auch auf einen Satz von Gandhi ironischerweise zurückzuführen ist, nämlich, wir treffen unsere Entscheidungen aufgrund unserer Visionen auf die Zukunft. Also Gandhi sagt, the future depends on what you do today. Und in seinem Kontext ist es ja eher, oder spiegelt es eher eine kapitalistisch-patriarchal orientierte Vision auf die Zukunft ab. Und du hast ja wahrscheinlich, also du hast in deinen 40 Jahren Erfahrungen, und wir werden auch gleich auf dein neues Buch zu sprechen kommen, sehr viele Erfahrungen gemacht, die ja auf bestimmten Entscheidungen zurückzuführen sind. Und welche drei großen Lektionen hast du gelernt und welche Entscheidungen hast du damals getroffen, um diese Erfahrungen so zu erleben? Okay, so first of all, she refers to Clay Laundry from the documentary, who's actually quite has a capitalistic view on water. And the sentence he says was, we make our decisions based on our vision of the future, which is connected to Gandhi's sentence, the future depends on what you do today. And now over your 40 years of activism, you probably have learned lessons. And the question was, what three big lessons have you learned so far? And which choices have you made, or did you make at the time when you lived these experiences and learned your lessons? Well, I love the thought that that what we do today sets the stage for tomorrow. And I feel, I've been thinking a lot, I wrote a book on both this. My friend shows you. It's only in English so far, but hopefully it's going to be published in Germany. But I got thinking a lot about hope and about what we can do now that makes a difference, even though you can't know exactly how it's going to work out. Also der Gedanke, dass das, was wir heute tun, die Zukunft beeinflusst, das ist eigentlich der Mort lang begleitet hat und immer noch begleitet. Und sie bezieht sich auf ihr Buch, was leider noch nicht auf Deutsch vorliegt, sondern nur auf Englisch. Und es ist ihr ganz wichtig, eben, dass Leute noch Hoffnung haben und nicht sich in die Hoffnungslosigkeit begeben oder dort ja, hinleiten lassen. These are very hard times. We have the climate crisis. We've all just lived through COVID, and now we have the horrific assault on Ukraine, and we're all feeling a great deal of stress. Wir leben, natürlich wissen wir alle, gerade in harten Zeiten, ne? Die Klimakrise umgibt uns alle. Wir sind in der Pandemie, durch die Pandemie bis jetzt gekommen, und mit dem Ukraine-Krieg erleben wir alle natürlich einen enormen Stress. And we can read about all of it all the time, and so do young people read about it and see it on television.
Und es ist ja einfach alles allgegenwärtig. Wir und auch die jungen Menschen können die ganze Zeit davon lesen, das im Fernsehen sehen. So it's really important that we have hope, and I use the term wise hope. Wise hope is different than, oh, everything's fine, don't worry about it, it'll all work out. Well, maybe not, you know. So we have to say, look the issue in the eye, don't pretend it's not what it isn't, learn what you can, and then you have to take a step anyway. Maud spricht gern, wenn sie von Hoffnung spricht, von weiser oder kluger Hoffnung, die besagt, dass wir eben nicht sagen, alles ist irgendwie okay und wir können damit leben, sondern wir sollen ganz genau hinschauen, auch mit offenen Augen durchs Leben gehen und dann schauen, was wir machen können, was wir tun können. Because we can change, people can change, societies can change, and we can change our values. And I use in the book an example of the women's movement and how profoundly different it is for women today than it was when my mother was young, or even when I was young. And it seems that that's just the way it is now, but we need to remember that it took a lot of people, a lot of women, and men who supported them to make those fundamental changes. And people fought very hard for equality rights. Und Menschen verändern sich, Gesellschaften verändern sich und eben auch Werte verändern sich. Und in ihrem Buch spricht Maud unter anderem über die Frauenbewegung, der sie selbst auch sehr aktiv war. Und sie sagt, dass in der Zeit ihrer Mutter, ihrer Großmutter noch ganz andere Werte für Frauen einfach galten. Und es hat sich unglaublich viel verändert. Wir nehmen das heute als selbstverständlich an. Das ist es aber nicht. Denn da steckt ganz, ganz viel Kampf von ganz vielen Menschen, auch von Männern dahinter, dass wir heute an dem Punkt sind, wo wir gerade stehen. So it's terribly important that we not just think of the individual campaign or issue that we're dealing with. We need to think about building a movement. So we might have lost that, and we lost this one, but we built a movement, we brought new people in, we have new research, we've made connections, and with time, we will change things. Es geht eher nicht nur um individuelle Kampagnen, die auch einmal scheitern können. Also natürlich gibt es immer wieder Schritte, die man zurückrudert. Es geht aber darum, eine Bewegung zu schaffen, die neue Menschen mitnimmt und die eben zu neuen Verbindungen führt und am Ende auch etwas erreichen kann. So here's my definition of hope. It's the commitment to protect all that is good for the planet and future generations. Okay. Also Hoffnung im Sinne von Maud bedeutet, dass man sich einsetzt für all das, was gut ist und insbesondere im Hinblick auf die zukünftigen Generationen dies auch sichert. Knowing that you cannot control the outcome. And that's hard for people like me, because I'm, you know, very determined, I want this by this date, but you can't control the outcome. Und ganz wichtig, diese Hoffnung sollte man eben haben mit dem Wissen, dass man nicht weiß, was am Ende das Ergebnis sein wird. Das fällt ihr besonders schwer, denn sie hat auch gern die Ergebnisse direkt vor Augen. Aber man muss eben sich der Ungewissheit bewusst sein. But you have to put your hand out and touch the web of the universe where you are. Aber man soll die Hand ausstrecken und das Netz des Universums berühren, in dem man sich befindet. And you have to have faith that others are doing the same. Und wir sollen vertrauen und auch den Glauben haben, dass andere genau das auch tun. And that what you do matters. Every single thing that you do to advance equality, justice, sustainability, saving the planet, everything you do matters. Und jeder kleine Schritt, also alles, was wir tun, ist wichtig für Gleichberechtigung, für Gerechtigkeit, für Nachhaltigkeit. Ich kann euch das Buch auf jeden Fall sehr empfehlen. Es war für mich eine pure Medizin, weil es mehr oder weniger zeitgleich mit dem Eintritt des Ukraine-Kriegs auf den Markt gekommen ist und es mich auf jeden Fall auch sehr, sehr erschüttert hat. Genau, und in dem Buch schreibst du, Bewegungen müssen ständig erneuert und revitalisiert werden, also mit neuen Stimmen, mit neuen Perspektiven. Und der Jugendbeirat hier in Neustrelitz hat ja die Bewegung der Blue Community nach Neustrelitz ja maßgeblich vorangebracht und auch hier verankert. Und in deinem Buch beschreibst du auch die Wichtigkeit von jungen Menschen. Gibt es etwas, was du
den jungen Menschen und auch allen, die hier sind, mitgeben möchtest? Okay, so first of all, Anu says that the book really served her as medicine, because it was basically just published when the Ukraine war started. So for her, it was like a positive thing that happened. And movements need to be, they constantly need to be renewed. And you also talk a lot about young people, and you know that the Youth Council initiated the Blue Community Movement here. And is there anything you would like to pass on to young people? Yes, first of all, thank you so much to the Youth Council here for doing what you did. It's really wonderful when you see the results here, but you know it came from here. And I'm just really impressed with you. I met many of you today, and you're wonderful. Also ein ganz großes Dankeschön geht von Mord nochmal an den Jugendbeirat in Neustrelitz dafür, dass ihr... Also ich denke, wir sehen alle, welche große Sachen dabei rausgekommen sind, die im Kleinen wahrscheinlich begannen. Well, my message is that democracy is hard work. Building a just society is hard work. Building good policy based on good science is hard work. And the real news is we have to keep fighting for it. You just can't assume you've got this and it's fine and you can move on. We have to keep fighting for justice and democracy over and over and over again. Und also alles, was Maud gerade gesagt hat, Demokratie, Gerechtigkeit, Politik, das ist alles harte Arbeit. Da steckt Kampf dahinter und wir sollten niemals davon ausgehen, dass einfach alles irgendwie in Ordnung ist, denn man muss immer weiter kämpfen, um eben eine gerechte, eine demokratische Welt zu schaffen. Every huge change, like a war, like the pandemic that we've just gone through, going through, shakes up the old world order. It's no longer the same. And that makes a wonderful opportunity for change, but it's also a contested area, because there are those who have a very different vision, who see the same opportunity to jump in and make the world in their vision. Jede große Veränderung, in dem Fall Kriege oder auch die Pandemie, sind oder führen dazu, dass die Weltordnung erstmal durchgerüttelt wird, und das ist aber laut Maud auch immer wieder eine Chance, Neues zu schaffen und Neues zu bewegen. Und natürlich gibt es auch immer diejenigen, die das in andere Richtungen dann schieben wollen und negativ ausnutzen wollen. And I deeply worry about the rise of the right and white supremacists those who would see a very different future in my country, in the United States, in Europe. We're also seeing authoritarian governments, not everywhere. There are good signs as well, but we need to be very conscious that this is a contested area now, and we need to renew our commitment to democracy and to humanity and to one another. It is a very fragile moment. Wir leben zurzeit in einer sehr fragilen, sehr instabilen Welt. Maud ist sehr beunruhigt, was die rechten Bewegungen angeht, was autoritäre Regierungen angeht, die es in der Welt gibt. Und sie sagt, gerade deshalb ist ein noch stärkeres Engagement gerade jetzt angebracht und notwendig. And just a last word to the youth. The life of an activist is a wonderful life, I promise you. You get up in the morning caring about more than just yourself. You meet the nicest people in the world. You come here and you meet people. Well, I know Anoush, but I meet new people, and it's like we've been friends forever because we share the same values. Sie möchte noch ein paar Worte an die Jugendlichen, die junge Generation weitergeben, und zwar, dass das Leben als Aktivist, Aktivistin ein ganz wundervolles ist, denn man steht morgens auf und denkt nicht nur an sich, sondern auch an andere. Und man lernt Menschen kennen, die zu Freunden werden, weil sie eben die gleichen Gedanken und die gleichen Ziele und Visionen teilen. And I can't prove it scientifically, but I believe it makes you physically and emotionally and spiritually more healthy to be an activist. Sie kann es zwar wissenschaftlich nicht nachweisen, aber sie ist sich ziemlich sicher, dass ein Aktivist oder eine Aktivistin zu sein auch zu einer größeren emotionalen, körperlichen und auch mentalen Gesundheit führt.
Ja, vielen Dank. Ich hätte jetzt auch noch eine Frage, dann würde ich auch noch mal euch das Wort geben, bevor wir dann noch mal unsere Abschlussrunde machen. Und zwar hast du das heute auch bei der Rede gesagt, behave like ancestors. Und in der Dokumentation wurde ja auch noch mal ein ganz anderer Blick auf das Thema Wasser ja, sichtbar, nämlich dass die Beziehung zu Wasser von Urvölkern. Also in dem Beispiel waren das die Aborigines, aber auch Indigene haben ja auch nochmal einen sehr besonderen, eine ganz andere Beziehung zum Wasser. Und was meinst du denn, was können wir denn deiner Meinung nach von den Urvölkern lernen? So you said today that we should all behave like ancestors and referring to the movie, we just saw the documentary, we saw the Aborigines as representing indigenous people. All over the world, and the question is what we can learn from these people. We have so much to learn from Indigenous peoples. In Canada we call them, or they call themselves, First Nations. In our country, the Europeans basically colonized the first people there. And now there's a great movement for what we call reconciliation, understanding the harm that was done and the need for a deep connection, a deep sorrow and new connection. Wir können ganz, ganz viel von diesen Ureinwohnern, von diesen ursprünglichen Bevölkerungen lernen. Und zwar in Kanada werden die First Nations genannt. Europa hat damals ja dann Kanada unter anderem kolonialisiert, erobert. Und nun gibt es das Konzept der Reconciliation, also der Versöhnung. Und es muss ganz, ganz viel im Moment erstmal getan werden, um diesen Schmerz wieder zu beheben und wieder neue Verbindungen zwischen den Europäern und den Ureinwohnern zu schaffen. And part of that is understanding the teachings and the values of First Nations, of Indigenous people, that we are not above nature. We're part of nature. We're not better than other species. That until we make peace with nature, with water, with the trees, with the air, and stop dominating it and using it as resources for us, we're not going to deal with the issues that were in that film. Ganz wichtig ist es erstmal, dass wir die Werte dieser Ureinwohner verstehen, denn und ihre Lehren, denn sie sehen sich eben nicht der Natur übergeordnet, sondern als Teil der Natur, und somit ist auch das, sehen sie sich nicht dem Wasser übergeordnet, und wir sollten aufhören zu versuchen, die Natur zu dominieren, sondern eben mit ihr zu leben. But that's where more good news comes in, because there is, I think, a growing understanding, and it's changing our cultures about our need to have a new respect and relationship with nature. The soils, the wetlands, the forests, the water, we have to stop dominating it, we have to stop destroying it. And there are many, many treaties in the works on methane, on coal, on plastics, on deep ocean mining, on quite a number of exciting areas that I learned when I was writing the book. I mean, I knew some of them, but I really dove into it quite deeply. And there really is a shift in thinking, even among leaders who even a few years ago weren't talking like this. Okay, also die gute Nachricht ist, dass eben das Verständnis sich jetzt im Moment ändert. Menschen begreifen die Natur nicht mehr als etwas, das uns unterwürfig ist, sondern es gibt dort schon neue Gedankenansätze, neue Beziehungen zwischen Mensch und Natur in Bezug auf Boden, auf Wasser, auf andere Ressourcen. Und auch die führenden Regierungschefs oder die führenden Politiker, dort findet gerade ein Gedankenwandel statt. And then just last thing to say on the United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People, define human rights in a new and more advanced way based on indigenous thinking. Also auch in der Verfassung der Vereinten Nationen, was die Ureinwohnervölker betrifft, auch dort ist vieles verankert, was eben das Verhältnis zwischen Mensch und Natur angeht. Traditionally, human rights at the United Nations are individual, but with the new thinking around indigenous rights, they take into account cultural rights, historic rights, language rights,
collective rights, the rights of the people. And I think it's a very exciting advance in our collective thinking. Also ursprünglich wurden die Menschenrechte ja als individuelle Rechte, also die Rechte eines jeden Einzelnen erkannt, aber durch diesen Gedanken auch der indigenen Bevölkerungen hat sich das auch verändert, denn dort werden zunehmend Rechte, historische Rechte, kulturelle Rechte, also Rechte der Gemeinschaft auch angesehen. Okay, gibt es denn noch Fragen von euch aus dem Publikum, die ihr an Mort stellen wollt? Ich habe eine simple Frage. Was bedeutet es denn jetzt für die Neustrelitzer, dass wir seit heute eine blaue Gemeinschaft sind? So what exactly does it mean for the town of Neustrelitz and the citizens of Neustrelitz that we are a blue community now? Denn ich höre immer nur, dass das Wasser immer teurer wird, auch in Neustrelitz, obwohl es ja nicht privat ist. Hat die Bevölkerung da jetzt irgendetwas Günstiges von dieser Auszeichnung? Genau, also wir haben jetzt heute den ersten Schritt gemacht und wir als Zivilgesellschaft oder als BürgerInnen von Neustrelitz, wir füllen die Blue Community mit Leben. Also der Jugendbeirat hat das initiiert und wir suchen, oder es darf sich aber jeder mit engagieren, und das ist auch total wichtig, dass diese Bewegung, diese Blue Community von ganz vielen Menschen mitgetragen wird hier in Neustrelitz. Und ich habe das in Berlin mit initiiert, auch vor 4 Jahren. Und in Berlin ist einiges passiert seitdem. Also auch Gelder aus dem Haushalt werden für die Blue Community bereitgestellt. Wie beispielsweise, es wurden über 100 Trinkbrunnen oder Trinkwasserspendern an öffentlichen Plätzen gebaut. Also wir können gemeinsam überlegen, wie wollen wir die Prinzipien, das sind 5 Prinzipien, die eine Blue Community oder die Blue Community Neustrelitz sich verpflichtet, wie wollen wir diese umsetzen? Und die Arbeit geht jetzt eigentlich erst richtig los. Und das ist etwas, was wir gemeinschaftlich uns überlegen und dann an die Stadt herantragen. Und dadurch, dass die Stadt sich halt diesen Prinzipien jetzt verpflichtet hat, ist sie auch dazu verpflichtet, diesen Prinzipien nachzukommen. In dem Rahmen, wo es dann natürlich möglich ist. Aber wir haben jetzt einen Schutz für das Wasser in der Kommunalpolitik erstmal verankert. Und wir füllen das mit Leben. Also da gibt es jetzt nicht, das ist jetzt hier ein Plan, den man dann abarbeitet, sondern es geht wirklich um Ideen entwickeln und gemeinschaftlich auch das Menschenrecht Wasser beispielsweise hier in der Stadt sichtbar zu machen oder Maßnahmen zu ergreifen, dass die Gewässer geschützt werden, also auch Trinkwasserqualität langfristig sichern. Und wenn wir an die Trockenheit und Dürre denken, dann sind auch solche Maßnahmen beispielsweise wichtig, uns zu überlegen, wie können wir unsere Stadt auch, sage ich mal, klimafreundlicher umgestalten. Also ich sage jetzt nur mal Stichwort Schwammstadt, also dass wir sozusagen das Wasser mehr in der Stadt lassen, um einfach ein besseres Klima zu haben, aber auch mehr Biodiversität zu generieren und aber auch das mehr Verdunstung und dadurch auch im Endeffekt mehr Regen dann langfristig einzuleiten. Also das sind jetzt Überlegungen, die wir gemeinschaftlich mit, also Zivilgesellschaft, Organisationen wollen wir einladen und aber auch mit den PolitikerInnen gemeinsam gestalten dürfen. Und das ist das Schöne an der Blue Community, dass es halt wirklich eine kollektive Bewegung ist, von der Zivilgesellschaft ausgehend, und da jeder mitmachen darf und auch im besten Fall mitmacht. Also ihr seid alle eingeladen. Ja, das ist sehr großartig, was ihr da gemacht habt. Okay, just a short summary maybe, yeah. Right? Because I was very complex. No, we have time. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, darf ich? Also eine Bitte und eine Frage. Die Bitte geht an euch vom Jugendbeirat. Das knüpft auch da an, was du gerade gesagt hast, Anoush. Meine Erfahrung ist, dass auch diese Stadt, wie viele andere, gerne mit einem Neuigkeitswert, schöner Artikel in der Zeitung, schönes Zertifikat, sich das ins Schaufenster hängt, und in 3 Monaten ist das mehr oder weniger vergessen und dann kommt das Nächste. Das heißt, es wird an euch hängen, und ich bitte euch dringend darum, wirklich konkrete Dinge und Vorschläge zu entwickeln,
die wir dann in der Stadtpolitik auch umsetzen können. Ich glaube nicht, dass es jemand anders machen wird. Und die Frage an Mord, mich würde noch mal interessieren zum Thema Landwirtschaft, weil das ja auch in dem Film eine große Rolle spielt. Wie ist deine Idee, wie das Wasser in der Landwirtschaft verteilt werden soll? Muss sich vielleicht auch in der Landwirtschaft etwas ändern bei zunehmender Wasserknappheit, Stichwort Fleischproduktion? Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Australien oder auch bei uns langfristig die Fleischproduktion, so wie wir sie heute machen, überhaupt noch machbar und sinnvoll ist, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels. In Europa geht ganz, ganz viel vom EU-Haushalt ja auch in die Förderung der Landwirtschaft. Das kann ja auch ein Steuerungsinstrument sein, zu sagen, eine ökologische Landwirtschaft hat beispielsweise auch mehr Rechte, auf Wasser zuzugreifen. Wie ist Ihre Idee dazu? Okay, so the question to you now is, what's your idea about water and agriculture, because water scarcity is a problem, and how should the distribution of water should be organized in agriculture, especially he was talking about meat production in the European Union. There is money also given to support ecological agriculture. Is it maybe also a way to more ecological agriculture, and how should distribution be organized in agriculture? Yeah, I think probably you and I agree on this, that we need to change the way we grow food. We've moved from farms where there were, you know, families and production to great big mega farms. Often the farmers don't live there. It's just all workers. In my country, it's often workers from South America or Central America. We use flood irrigation. We use chemicals. We have the nutrient runoff from these factory farms is destroying many, many lakes and rivers and groundwater around the world. So we need to profoundly change the way we grow food. But the good news is that I think that that's happening. I think there's a real understanding of the need for what we call regenerative farming. But we can't, yeah. Talking too much, you've got to translate. Sorry. Okay, also ja, ganz allgemein erstmal ist sie definitiv der Meinung, dass der Nahrungsmittelanbau sich verändern muss. Es gab eben früher diese kleinen Farmen, die haben sich zu Megafarmen entwickelt. Meist lebt der Farmer selbst gar nicht mehr dort, sondern hat nur seine Angestellten in Kanada, vor allem aus Südamerika. Die chemischen Substanzen, die eingesetzt werden, die verschmutzen wieder unser Grund und somit auch dann unser Trinkwasser. And we in the north or the west, the wealthy countries, have imported or exported that terrible way of agricultural production to the global south. So for instance, in Africa, there's what they call land grab, which I also think of as water grab, three times the size of Great Britain. Rich countries, rich investors, growing food, using the water and their land, and dumping their toxics to feed, to send the food back. And we need to think about not only the food, but the virtual water that's used in the production of these commodities that's then shipped away. So you're not only destroying the local land by these bad practices, but shipping the water away. So we get to buy our food from poorer countries in that way. Also diese ganzen Praktiken, die bei uns im Norden oder im Westen oder in den entwickelten Ländern ganz normal sind, die wurden Stück für Stück in den globalen Süden übertragen, sodass dort eben auch das Wasser genau so genutzt wird wie hier. Das ist, das Wasser wird verwendet und dann ja praktisch wieder aus dem Land rausgeschafft, wo eh das Wasser schon knapp ist. Und wir kaufen am Ende durch die Nahrungsmittel in gewisser Weise auch das dort verwendete Wasser. Gibt es noch weitere Fragen? Also ja, meine Frage wäre, das wurde ja auch in dem Film gezeigt, dass zunehmend auch Umweltaktivisten mit der Öffnung des Wassermarktes sympathisieren. Und was denken Sie darüber, wenn Umweltaktivisten auch dazu stimmen? Ich kann auch gleich übersetzen. Yeah. My question would be, how do you feel about climate activists also sympathizing with the opening of the water markets as portrayed in the film?
Well, I wouldn't think that anybody who talks about water markets in a positive way is on our side on climate. They just say that. On the financialization of water futures, they have the nerve to say, oh, it's going to help conserve water. Well, I mean, you're buying up future water assets, holding on to it until it's worth a lot more, and then you're going to sell it. How is that going to help anybody? So you really have to look behind those words. Those are just words. They say we care about water, we care about human rights, we care about the environment. But then you have to say, but if that's true, then you would never consider making water a for-profit commodity when people are dying from the lack of it. So you have to listen to what they're doing, or look at what they're doing, not what they're saying. Also wenn diese Umweltaktivisten, von denen Fabio gerade sprach, wenn die wirklich meinen, was sie sagen, dann sind das auch, stehen die nicht auf unserer Seite, sagt Morten. Das sind dann wirklich nur leere Worte, wenn sie über Menschenrechte, über Wasser und über die Umwelt so sprechen. Denn sie wollen Wasservorräte kaufen, um sie in der Zukunft für viel mehr Geld zu verkaufen und sehen Wasser nur als Ware. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Also sind dann ihrer Meinung nach nicht diejenigen, die auf der Seite, in dem Fall der Blue Communities, der Umweltaktivisten stehen. Könnt ihr nochmal die 5 Prinzipien nennen von der Blue Community? Can you repeat the 5 principles of the Blue Community? Ja, es ist das Menschenrecht Wasser und sanitäre Grundversorgung, Wasser als öffentliches Gut, Leitungswasser vor Flaschenwasser in Ländern, wo es möglich ist, also hier ist es möglich, Schutz der öffentlichen Gewässer und internationale Vernetzung, vor allem mit Blue Communities. Genau, dann machen wir so die letzte Frage. Du schreibst in deinem Buch The Joy is in the Struggle. Also es ist auch ganz wichtig, dass wir den Humor und auch die Freude bei dem, was wir tun, immer mit uns tragen. Und lass uns zum Ende nochmal den Blick aufs Positive lenken und ein kleines Gedankenexperiment machen. Also eine kleine Reise in die Zukunft. Und zwar hattest du ja gerade Geburtstag. Du wurdest 75 Jahre. Und wir reisen jetzt mal in die Zukunft, nämlich wir treffen uns in 25 Jahren wieder. Also wir feiern heute deinen 100. Geburtstag und das 25-jährige Jubiläum der Blue Community Neustrelitz. Und in 25 Jahren haben sich ganz viele Städte jetzt hier schon in der Region Mecklenburg-Vorpommern dem Prinzip in der Blue Community ausgesprochen. Und wir haben wirklich eine Transformation durchlaufen und haben eine nachhaltige Wasserkultur etabliert. Und ihr findet Zettel und Stift auf euren Stühlen. Ihr könnt jetzt selber erstmal überlegen, was hat sich in den letzten 25 Jahren gemacht? Also wie müsste eine nachhaltige Wasserkultur in euren Augen aussehen? Und dann gebe ich das Wort an Mort weiter. Und genau, was hat sich verändert, Mort, in deinen Augen in 25 Jahren? Okay, so we're going to do a little experiment now. We meet here again in 25 years to celebrate your 100th birthday, because we all know that your birthday was 2 days ago and you celebrated 75. And then Neustrelitz will also celebrate its 25th anniversary of being a blue community. And in 25 years, we just imagine that all towns and cities around us, they have also adapted the principles of the Blue Community. And now we are looking back on the last 25 years till the year 2022 when we all started. And we have gone through a transformation. We initiated a cultural change. And now everybody's got a little sheet of paper and a little pencil. And they are just invited to write down all the changes that have taken place moving towards a sustainable water policy. Well, you can express also your ideas on what could have changed in that. Yeah. First of all, Dankeschön for this. On my 75th birthday, Andrew and I were in Marburg, and they knew they couldn't give me anything to take home because we have suitcases, we have to go home to Canada. So they surprised us. They gave me a bench, a beautiful bench with my name on it, dedicated to me.
An ihrem 75. Geburtstag, am 24. Mai, war sie gerade in Marburg und die Leute dort wussten natürlich, dass sie ihr nichts Großes schenken konnten. Sie wussten, Andrew und Maud haben einfach nur ihre Koffer dabei, müssen irgendwann ja zurück nach Kanada. Und das Geschenk an Maud war dann eine Bank mit ihrem Namen drauf in der Stadt Marburg. And they planted a heritage rose bush beside it. Und sie haben noch einen besonderen Rosenbusch gepflanzt neben dieser Bank. So when you go to Marburg, you know where the big castle is and the church is. You just find my bench right there, and it's near the part of the church that's working with refugees, which I just loved. Und wer Marburg kennt, also die Bank steht in der Nähe der Burg und der Kirche und genau in dem Bereich der Kirche, der sich, wo gerade die Flüchtlinge aufgenommen sind und mit ihnen praktisch Kontakt gehalten wird. So my hope for 25 years, of course, is that all of Germany, all of Europe, all of the world has what I call gone blue and adopted the principles not only of the blue community, but all of the things that we know we need to do to save our planet. We have a wonderful environmentalist whose name is David Suzuki in our country. And he says, be kind to nature and it will be more forgiving than we deserve. Also Mauds Hoffnung für die nächsten 25 Jahre, beziehungsweise für die letzten, wenn wir zurückschauen, ist natürlich, dass die Welt blau geworden ist, also dass die ganze Welt sich der Blue Community praktisch anschließt, den Prinzipien verpflichtet und alle weiteren Prinzipien verfolgt, die wichtig sind, um unseren Planeten zu retten. Can you repeat the quotation? Be kind, be good to nature, stop hurting nature and it will be more forgiving than we deserve. Sie hat noch zitiert, und zwar besagt das Zitat, dass wir gut zur Natur sein sollten und dann wird die Natur uns viel mehr verzeihen, als wir eigentlich verdienen. And I really have faith in you guys, in the youth here, in our country and around the world. We have 4 grandkids and they're smart. You're smarter than we were at your age. And I just have great faith that you'll be here to celebrate. Wherever I am, I'll celebrate with you. A world really caring. Und Maud ist ganz zuversichtlich und hat einen großen Glauben an die Jugend hier, aber auch die Jugend in anderen Ländern. Sie selbst hat 4 Enkel, die schlauer sind als sie in dem Alter, sagt sie. Und sie hat dort eine große Zuversicht und sagt, dass sie definitiv mit uns feiern wird, wo auch immer sie dann sein wird, zu ihrem 100. Geburtstag. And one last word. It's really important to be kind. Und noch ein letztes Wort heute, es ist unglaublich wichtig, nett, also freundlich zu sein. This is a tough time and it's important for us to be kind. So I'm going to leave you with a quote from a man who's the poet laureate of Washington, D.C. Sie möchte am Ende noch mit einem Zitat enden von einem Mann, der Poet Laureate, also ein ganz großer Schriftsteller von Washington, D.C. ist. He says, place your heart in your hands and blow gently. Er sagt, leg dein Herz in deine Hände und puste ganz sanft. He says, share love like seeds. Verteile die Liebe, sagt er, wie Samen. Dankeschön. Jetzt hörst du mich noch die Kerzen. Genau, ja, vielen Dank, dass ihr eure Lebenszeit auch hier hergebracht habt. Und Maud, we have one surprise. As you like fireworks. And we're gonna celebrate. Maybe we can sing. One happy birthday. Oh, yeah. Oh, so you're doing it. Can we do it in German? Oh, German. That's your first time. In German. She will. Wir sollen auf Deutsch einmal. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Maud. Zum Geburtstag viel Glück. Dankeschön. Oh, that's your personal firework. Thank you. You can put it here. Yeah.
Ich dachte eben gerade, weil wir ja hier gerade hier zusammen sind, wäre es doch eigentlich ganz schön für alle Menschen, die Interesse haben an der Blue Community, dass wir einen Zettel mit, wo ihr eure E-Mail-Adressen hinterlassen könnt. Und dann können wir einen Verteiler aufmachen, wo wir dann euch mit Informationen füttern, dass, wenn ihr partizipieren wollt, ihr dann auch wisst, wo, was, wie, wann stattfindet. Genau. Ich habe hier dann einen Schmiert mitnehmen? Ah, genau, wir nehmen einen. Hast du auch was? Okay. Ja. Ich habe hier ein A4-Blatt von heute früh noch. Wunderbar. Dann soll ich hier einfach E-Mail. Legen wir das dort hinten auf den Stehtisch und ihr könnt euch eintragen und genau, dann erfahrt ihr von mehr. Vielen Dank und schönen Abend. Everybody is interested. You have to take care of this right now. I'm on mail. It's not vegan. Oh. But we can, somebody will take it home. Yeah. They delivered the flowers today.